Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben und ich weiß hier einfach nicht weiter. Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch, das Rätsel. Ja, jetzt hier wieder. Moment mal. Nach oben. Hier nach unten zeigt die vier Notenschlüssel und hier zwei Cs, die verbunden sind. Okay. Na. Genau. Kann ich da jetzt... Nein. Wenn ihr euch fragt, ich habe nicht gegoogelt oder dergleichen, ganz im Gegenteil. In der ganz kurzen Aufnahmepause war ich mal für große Kinder. Oder große Jungs, wie man so schön sagt. Und jetzt? Weil das Bedürfnis hat ja jeder Mensch, dass er mal aufs WC muss. Okay, das sieht mir wieder ganz danach aus. Was brauche ich für eine Zahl? Oh lol. Okay. Okay, man kann die auf jeden Fall drehen. Das da ergibt eine 3. 5, 7, 3. Ist das richtig? 5. 7, 3. Oh. Lol, okay. Blümchen, hier. 1, 2. Hallo? Hä? Was zum... Warte mal, hä? Das da ist doch das hier unten. Ah, okay. Okay, da waren wir schon. Denke ich zumindest. Ja. Dann machen wir das einmal... So? Nein. So? Nein. Nein. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Sag mal. Sag mal. Jetzt dreh dich doch mal, Schlüssel. Okay, das. Jetzt brauche ich nur noch unten das. Wo ist denn hier das, was noch leer ist? Das ist jetzt da.
Das muss nach da unten, also müsste ich das so machen, genau. Ein roter Edelstein. Okay. Hä? Und jetzt? Okay. Ein blauer Edelstein. Muss jetzt der gelbe und der grüne noch darunter. Das kriegt man bestimmt hin. So. 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 Wir holen erst einmal die Dinger hier alle weg. Da haben wir den gelben. Und hier haben wir den grünen. Okay, jetzt haben wir Edelstein. Und jetzt hat sich hier noch was geöffnet. Da oben ist irgendein Symbol. Der kommt bestimmt da rein. So, hat sich jetzt hier was getan? Kann es sein, dass wir das Symbol nachmachen müssen? Dann machen wir den gelben mal dort rein. Okay, ich kann die... hallo? Du solltest da reingehen. Wenn wir das jetzt ein bisschen drehen und wenden... Ja, gut, irgendwann... Werden wir das hinkriegen? Blau. Ich glaube nicht, dass blau dort richtig ist. Ich setze mal den grün ein. Ah, jetzt kommen wir doch der Sache schon ein bisschen näher. Aber dieses Rausklicken immer wieder. Ja. So. Nächste Rätsel gelöst. Okay, das Ding muss bestimmt dort ins Loch rein. Anders kann ich mir das nicht ausmalen. Okay. Okay, das Ding ist jetzt drin. Okay. Das wird jetzt einfach mal nur geraten, aber okay, wenn das so richtig war. So, weiter. So.
Ja. Wir gehen mal hier rein. Okay, das war falsch. Dann müssen wir da hin. Hä? Hä, von hier bin ich doch gekommen? So. Ich hab's nämlich gerade gesehen gehabt. So. Und so. Okay, wir brauchen wieder das da. Oh nein. Oh doch. Ja. Spiel abgeschlossen. Du hast es geschafft. Unbeirrt, wie ich hoffe, denn es folgen wahrlich noch schwerere Aufgaben. Du hast den ersten Schritt eines weiten Wegs getan. Ich mag für die Wahrheit deiner Lage nicht... Was? Ich mag dir die Wahrheit deiner Lage nicht verhehlen. Ein Zurück gibt es nicht. Für keinen von uns. Du bist vorerst ebenso ein Gefangener wie ich. Schreite besten Mutes voran, mein Freund. Vor dir liegen noch viele weitere Räume. Das heißt... Es gibt irgendwann noch einen weiteren Teil von The Room. Läuft. Also, die werde ich natürlich auch zocken. Ne? Und ja, wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Let's Play. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.